So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Unknown Worlds. Ich befinde mich immer noch auf der Nachttour im Spätherbst, Spätsommer oder Frühherbst, je nachdem, aber wir haben es eher Spätsommer, würde ich sagen. Ja, ich musste gerade ein ganzes Stück entfernt parken von der Location, wo ich jetzt gleich hinein oder zumindest hingehen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich reinkommen werde. Es ist ein verlassenes Haus so auf dem Feld und es führt aber ein Weg zu dem Haus über das Feld, aber auch an zwei, drei bewohnten Häusern vorbei. Und diese bewohnten Häuser, die habe ich so ein bisschen den Eindruck, zumindest das eine, hat so ein bisschen das Gefühl, dass es die Verantwortung für diesen Lost Place auf sich nehmen muss. Man kennt es ja, das alte Spiel, der Nachbar, der sich mehr rausnimmt, als er überhaupt zu sagen hat. Denn ich wollte eigentlich jetzt vor diesem Weg parken, um zu dem Haus zu laufen, aber habe direkt gesehen, da ist erstmal ein Schild mit Privatweg und so weiter, aber juckt mich ja nicht, ist ja keine Schranke und ich will ja auch nicht reinfahren mit dem Auto. Aber auf dem Grundstück, direkt neben der Einfahrt, ist eine Wildkamera installiert, so auf 2-3 Meter Höhe, die ganze Zeit blinkt. Ich habe mit meinem Night Vision Handy geguckt und habe direkt gesehen, dass da Infrarot an ist. Also die nimmt die ganze Zeit auf. Deswegen bin ich jetzt ein paar hundert Meter weiter gefahren und muss jetzt quer übers Feld laufen, um zu der Location zu kommen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Bevor ich loslaufe, noch eine ganz, ganz kleine Info am Rande. Ich hoffe, man sieht es. Und zwar die neuen Mitgliedskarten sind endlich am Start. Die Mitgliedschaft bei Unknown Worlds ist ja jetzt bald fast 3 Jahre alt. Also ich glaube, im November habe ich seit 3 Jahren die Mitgliedschaft oder die Option der Mitgliedschaften freigeschaltet auf meinem Kanal. Und ich habe ja anfangs noch die Member Cards selber produziert, aber das war mir dann irgendwann nicht mehr qualitativ hochwertig genug. Deswegen habe ich jetzt diese Gold-Member-Cards anfertigen lassen, also richtig professionell. Das ist in einem Kreditkartenformat. Das hat auch die Dicke und das Material von einer Kreditkarte. Also es ist jetzt eine richtige, hochwertige Mitgliedskarte. Es gibt auch nur noch die Gold-Member-Cards für die Stufe Infinity. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn ihr Interesse an so einer Mitgliedskarte habt, dann schließt gerne eine Infinity-Mitgliedschaft ab auf meinem Kanal und ich werde euch eine Mitgliedskarte zukommen lassen mit eurem Namen und natürlich eurer Mitgliedsnummer. Und fühlt sich richtig so an, als wenn ihr eure Kreditkarte in der Hand habt. Richtig, richtig geil. Also, Leute, ich würde sagen, genug der Werbung. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Location. Kamera ist hier schon mal nicht. Aber ich muss sagen, es ist todesgruselig. Das ist richtig, richtig, richtig gruselig hier. Das ist auch richtig gut abgesperrt. Wow. Kommt man hier überhaupt irgendwo nach hinten problemlos? Die Urbexer-Szene hat mich mal wieder nicht enttäuscht. Ja, irgendwo finden wir doch immer einen Weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auch irgendwo in das Haus reinkommen. Mir graust es ja schon ein bisschen davor, hier reinzugehen, ne?
Ich traue mich immer noch nicht so richtig laut zu reden. Dieses Haus ist so unglaublich gruselig, das ist unfassbar. Also, ich glaube nicht, dass hier drin jemand ist. Aber ich traue mich trotzdem nicht laut zu reden, ist total witzig. Es gibt halt noch eine obere Etage auf der anderen Seite, da kommt man nur mit einer Leiter hoch. Da würde ich ungern hoch, aber es kann sein, dass natürlich da oben jemand schläft, also ein Obdachloser. Deswegen werde ich noch weiter flüstern. Puh, ich bin ins Auto und bin auch erstmal ein Stück weggefahren, weil ich mit meinem Night Vision Handy nochmal ganz kurz eine Aufnahme von der Wildkamera gemacht habe. Deswegen bin ich danach dann direkt schnell schnurstracks abgehauen. Ja, ich würde sagen, das war eine heftige Location. Boah, so ein richtig altes Bauernhaus mit Charme, komplett eingerichtet, noch aber so auf dem Standard von vor 20 Jahren. Horror pur. Durch das eine Fenster ist man tatsächlich reingekommen, obwohl man das Gefühl hatte, boah, da kümmert sich richtig krass einer drum, dass das komplett verbarrikadiert ist. Aber offensichtlich geht diese Person nicht regelmäßig um das Haus, um zu sehen, dass, wie gesagt, das eine Fenster halt offen ist. Naja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall richtig, richtig gruselig und unangenehm da drin. Das war mal wieder eine der Locations, wo ich 90% der Besichtigung, nenne ich es mal, nicht reden konnte, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, oh, was ist, wenn jetzt hier doch noch einer drin pennt, ein Obdachloser oder so, und ich den durch meine Stimme wecke. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen war es sehr, sehr schwierig, anzufangen zu reden. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass es eine echt creepy Location ist. Ja, aber wir haben es auf jeden Fall heil überstanden, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Location haltet. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.